Leute und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit mir, dem Victus. Yay! Ja, wir wollen noch den Konvoi überfallen und danach kümmern wir uns um das Auserwählten-Versteck. Ja. Gorilla-Einsätze. Wissenschaftler. Egal. Wir wissen nicht, was das Verdeck der Düstereignis ist. Und hier. Es interessiert nicht. Ich würde sagen, das verdeckte Ereignis ist wahrscheinlich das Wichtigste. Weil. Setze Kurs auf Sektor 9. Das könnte das viel Überriss sein. Die westliche USA. Dann mache ich halt ein paar Wochen keine verdeckten Einsätze. Ist ja egal, oder zahle eine extra Belohnung, damit das nicht passiert. Commander, ich empfange sehr schwache Signale. Irgendjemand versucht uns vom Boden aus zu kontaktieren, aber ich kann ihn nicht orten. Halten Sie da unten die Augen nach möglichen Kontakten offen. Gorilla-Einsatz klar zu kommen. Außerdem müssten wir ja zwei Soldaten noch dazu erhalten. Ein Deserteur von Advent und ein Widerstandssoldat. Des Widerstands hat sich in diesem Gebiet scheinbar Zugang zum Advent-Netzwerk verschafft. Kurz bevor ihn Alien verstand, er schien eine Spur auf entscheidende Daten für das Alien-Projekt zu haben. Und wir müssen schnell handeln, um Ach sie uns ja, zu holen. Guerilla-Einsatz. Und hacken Sie sich ein, bevor Advent die Verbindung trennt. Ich hab's verwechselt, Leute. Wir müssen diese Daten in unsere Hände bekommen, wenn wir ihren Fortschritt aufhalten wollen. Menace 154 Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Commander, ich empfange sehr schwache Signale. Irgendjemand versucht uns vom Boden aus zu kontaktieren, aber ich kann ihn nicht orten. Halten Sie da unten die Augen nach möglichen Kontakten offen. Und los jetzt! Mögliche Kontakt, okay. Ich meine, was würden die denn hier als möglichen Kontakt bezeichnen? Hätte ich gerne mal Zahlen und Wissen gerne. Also, was soll ein möglicher Kontakt sein? So, stimmt. Rücke aus. Bernhard. Mit Bernhard vor.
Ich mag Bernhard, der ist hart. Bewegung, Bewegung! Wo ist das denn? Oh, doch, Widerstandssoldat, aber kein Adventisator, oder? Ja. Das ist ein Widerstandskontakt. Bin unterwegs! Das war ein Widerstandskontakt, das war ein Widerstand. So. Dann mal los! Ich gehe mal schön weit vor. Ich freue mich schon, mit den schweren Strahlenwaffen entwickelt. Bin dabei! Ah, da habe ich ihn wohl entdeckt. Okay, mache ich so. Wechsle Position. Das ist ein Widerstandskontakt. Hoffentlich kein Gesichtsloser. Ah, 33 Vorräte. Sie müssen jetzt verschwinden, los! Bin unterwegs. Was waren diese ganzen Match der Kanalisation? Ist das so deren Hobby? Wir hocken jetzt in der Kanalisation rum. Halte die Augen offen. Und mobben Edwin. Schon dabei. Ich meine, kann man machen, wenn man Bock drauf hat. Ich habe nichts dagegen, aber gesund ist dieses Verhalten nicht. Verstanden. Ich meine, wir haben noch keinen einzigen Alien getroffen. Das macht mich nervös. Bin gleich da. Aber naja. Bin unterwegs. Wir haben eine Menge Leute hinbekommen. Und ich lasse Elena zu mal. Zu Befehl, Commander. Auf Feuer. Bin auf dem Posten. Woher kommen diese Geräusche? Ah, da sind sie, unsere Freunde. Feuerschutz. Ah, da kommen sie, ich sehe schon. Sie kommen. Ich werde dich immer finden. Ja, das wird interessant, wie wir das machen. Eine Alien-Patrouille. Okay, machen wir noch am besten so. Wie weit kann ich schießen, ist die Frage. Geh ich mal nach. Bin auf dem Weg. Ist noch mehr von denen. Machen wir ein bisschen so. Säure. Granate! Säure, ja, es ist eine Säurebombe. Und ich meine, Säurebombe müsste sehr gut wirken für uns. Säurebrand, jetzt ist die Mischung zerschreddert, sehr schön. Einer tot. Sie können uns sehen! Leben. Kannst du dich gerne zurückziehen? Ich meine. Nee, sie kommt nicht näher ran. Das mache ich dann jetzt am besten. Mach ich doch mal so. Sehr schön. Nicht aufgedeckt. Sturm und Schuss. Alles klar. Wow, Pappkartons haben so eine richtig gute Deckung. Feuerschutz müsste jetzt entfernt sein. Okay, dann bewege ich mich mal nach hier hin. Okay, bin unterwegs. Verpasst ihr noch eine Plasmagranate, das müsste die erledigen. Ist mir egal, was sie in Ausrüstung haben. Granate geworfen! So sind die relativ wertlos für mich. 7 Runden noch Zeit, das heißt, wir liegen gut in der Zeit und haben wieder mal hinten ein feindliches Quettchen ausgeschaltet. Mehrere ja, ist mir egal, was dein Beute hat. So, gehen wir mal hier hin und gehen wir auf Feuerschutz mit dem. Bestätigt! Überwachung läuft! Verdammt. Zu Befehl. Krieg ich den Leerspalt hier oben? Sollen sie doch gewesen sein, oder? Du kannst der Leere nicht entkommen. Ja, da sind sie. Sie haben Schaden genommen. Schade. Du kannst dich nicht verstecken.
ist weg. Abschuss bestätigt. Das Versteckspiel ist vorbei. Bitte Feuerschutz. Was der Andromedon das macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sein Serverangriff. Nein. Standard-Phaser-Angriff. Okay. Das war knapp. Wundert mich. Ich hoffe mal, dass die Codex-Dinger sich dann schön daran bewegen und... Mich hat's übel erwischt! Ja, bist ja nur Widerstandssoldat, juckt nicht. Du kannst nicht drauflaufen! Wir wollen uns flankieren! Nein. Nein, 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 nein. Der Webseed-Bomber, sie wird die Bombe einsetzen, oder? Das hat gesagt, S. Der Codex, die Codices. Ah, es ist wieder eine Frage, wie. So. Nehme ich meine Standardwaffe hier mit meiner Psionikerin und. Sehr schön. Fein terminiert. Null Lanze. Setz mir doch mal Seelenfeuer gegen den Andromedron ein. Ich liebe diese Psi-Angriffe. Alles im grünen Bereich. Er braucht sich gar nicht groß fortbewegen. Feuerschutz einfach rein. Bin dabei. Will ich mich hier im... Bewege mich wie befohlen. Nachladen. Ich lade nach. Aber die neuen Schnitter-Scharfschützengewehre sind echt super, finde ich. So, dann mache ich folgendes. Mich irgendwo raufbewegen. Ja. Haken raus! Ich kann so. Sehr schön, ich kann nicht flankieren. Ich meine, ich hätte noch kostenloses Nachladen mit der Waffe. Weißt du was? Egal. Nachladen, klarladen. Was soll der Schmuck? Attentäterin-Klinge. Mitnehmen wir den schon mal los. Dann haben wir Unantastbar und das war doch klar, oder? Klingenmeister, wenn er sich bewegt wird. Heiliger Bimba, nein! Nein, nein, nein! Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Schade, schade. Den ganzen Zivilisten dann auch noch in der Nähe. Hoffentlich lohnt sich das. Auf geht's! Irgendwo was rüber? Nein. Da ist ein Feuerschutz. Bin dabei! Ja, mach ich so. Rücke zur Zielposition vor! Machen wir doch mal Waffe abfeuern. So, was mein Ziel sein wird, ist mit Grenadieren ranzukommen und den ein bisschen zu ärgern. Denn. So reinkommen wird schwierig. Ich bewege mich mal hier hin, dann kann ich von oben die Typen mit Granaten eindecken. Ansonsten sehe ich da jetzt momentan nicht so die Möglichkeiten, wie ich das easy machen könnte. Ah, und natürlich die standardgesichtslosen Angriffe. Ich wette, Edmund hat diese Widerständler da reingetrieben und zusammen Gesichtslosen reingepackt, damit die. Unantastbar kann, oder? Ja. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Oje, 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 oje. Na, 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 lass das mal, lass mal. Ich bin unantastbar. Ich bin unantastbar. Ich bin nicht unantastbar. Nein. Okay. Ich habe mehrere Möglichkeiten, wie ich das. Ja. Ich meine! Beste Idee. Ich habe diese wunderschöne Ideen. Ich brauch ein Medikit. Streift müsste sich jetzt nicht eigentlich. Okay. Ich werde dich gleich belasten! Okay. Bernhard.
Bernhard, beruhige dich. Ah, der Stein, die Bären sind. Sind die irgendwo beherrschen? Okay, ich gehe hier ran. Wechsle Position. Und ich habe eine verrückte Idee, wen ich beherrschen könnte. Wir sind in Sicherheit. Und jetzt los! Bin ich aber nicht. Na gut, dann mache ich so, wie ich es schon immer machen sollte. Keine Rüstung wird dich schützen. Machen wir es am besten so. Sehr schön. Dann kümmern wir uns mal um Eis. Medizinische Protokolle! Ja, er kann Eis nochmal heilen. Das ist jetzt absolute Priorität mal. Weil ansonsten geht jetzt der gute alte Fischi drauf. So, am besten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Es gibt kein Entkommen mehr. Platziere die Waffe. Das wird den Andromedon ein bisschen ärgern. Und vor allen Dingen auch hoher Munitionsverbrauch. Den Typi. Am besten mache ich hier noch eine Säurebombe rein. Moment. Wie ist das alle? So, müsste auch den Purifikator erwischen. Wisst ihr was? Hau ich nochmal eine Brandbombe rein. Ich meine, ist nicht die feine englische Art, aber es nimmt wenigstens dem Codex den Schutz. Wow. Das Ziel ist markiert. Sag mal so, hier ist alles am Brennen und finde ich super. Ich sehe mehr als das nackte Auge. Sie positionieren sich neu. Sieht hässlich aus. Ah, sie muss da weg. Das fühlt sich nicht gut an. Bin dabei. Waffe geladen. Ausgeschaltet. Setzen wir doch mal Wahnsinn an. Setzen wir doch mal ein. Mal gucken, was das wirkt. Die Soldaten sind echt nett. Manus 1-5 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Halbot unterwegs. Zeigt euch!
worden. Invasoren! Nicht aufgedeckt worden. Sehr schön. Und, ah, da ist wieder mal der Bug, dass ich halt jetzt alles... Bin unterwegs. Dass das die Ansicht halt Schnitteransicht ist. Wir sind in der Nähe des Ziels. Commander haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Position. Okay. Feuerschutz. Ich bin bereit. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Bestätigt. Überwachung läuft. Wir haben die ganze Ecke hier weggesprengt. Manus 1-5, bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Manus 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Jetzt habe ich Wachdienst. Ich tue, was ich kann. Ah, ich kann es doch hängen. Ich dachte schon, ich müsste mit meinen Spezialisten dran zu. Versprecher. Ja, mach mal das. Ich würde mich ärgern, wenn er dann ganz durch. Naja. So, wir haben das Advent-Netzwerk gehackt. Sehr schön. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Sehr schön. Drei verletzte Soldaten. Klatsch, klatsch, klatsch. Das ist genau, was ich wollte. Advent-Vertreter kündigten heute eine Erhöhung der monatlichen Rekrutierungsquote an. Die Bürger werden aufgerufen, sich freiwillig in ihrem Rekrutierungszentrum zu melden. Nur gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen. Jo, genau das, was wir wollen, eine bessere Zukunft für Advent. Und die Ältesten, aber nicht für Menschen. Unser Soldat vom Widerstand wird langsam zu einem unserer loyalsten Veteranen und vertritt unsere Sache mit Leib und Seele. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Zeit für Verbesserungen. Ich werde halt diesen Konvoi-Überfall noch machen. Noch mal gucken, wie viele Soldaten sind bei uns verletzt. 2. Das sind die aus dem letzten Einsatz. Wie viele Soldaten haben negative Traits? Keine. Ich glaube, ich rechne jetzt mit dem zweiten Auserwählten ab. Oder? Wir starten. Avenger berechnet neuen Kurs. Es ist Zeit, den loszuwerden, den Jäger, bevor er noch stärker wird. Ich habe keinerlei Bock, dass der irgendwie nahkampfimmun wird oder irgendwie so ein Schwachsinn. Erlauben.
einen anderen Grenadier haben wir doch noch sicherlich dabei. Die kriegt am besten Munition, keine Chance. Das? Rüste eine Strahlenwaffe vollständig mit überragenden Waffenverbesserungen aus. Oh, haben wir es getan. Das ist natürlich das hier mit. Und damit die Leute Spaß haben. Reingeschoss und Auserwählte. Er hat ein sehr schönes Scharfschützengewehr. Wie
Wir gehen erneut gegen die Auserwählten der Ältesten vor. Wenn wir einen weiteren ausschalten können, würde das den Plänen der Aliens für unseren Planeten einen herben Schlag versetzen. Wir haben das alles schon mal durchgespielt, also wissen Sie das. Halten Sie die Augen offen, seien Sie auf alles gefasst und schalten Sie das Ding aus. Okay, Leute, wachsam bleiben und immer dran denken, warum wir hier sind. Dieses Ding stirbt heute, egal zu welchem Preis. Registriere eine starke Feindsignatur tiefer in der Anlage. Das ist zweifellos ein Auserwählter. Dann müssen wir dorthin. Ich hatte gehofft, dass Sie etwas länger brauchen würden, um diesen Palast zu finden. Es ist doch gerade erst interessant geworden und jetzt sind Sie so gut wie tot. Alles klar. Das sind Worte, ich höre sie, aber sie haben keine Bedeutung zu verlieren. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Na, aktivieren sich jetzt welche von denen? Nun, wir hatten nicht vor, uns heute hier reinzuschleichen. Erledigen wir diese Dinger. Ich weiß, wo du bist. Sehr schön. Falls Sie sich fragen, ob ich auf dem Weg ein paar Überraschungen für Sie versteckt habe, ist die Antwort ja. Sehen Sie es als Aufwärmübungen an. Gibt es noch mehr? Spielen wir jetzt mal. Nein, schade. Ziel neutralisiert. Oh, weil ich dann doch jemand getroffen habe. Nein, das war eine Stecherbonusaktion. Schade. Feind vernichtet. Aber der zählte dann für Serie. Abschuss bestätigt. Was zufällig nicht soll das können. Ziel neutralisiert. Hä? Wieso darf ich nicht? Ich sehe den doch. Naja. Ein Geheimnis, ein Mysterium. Weil vorhin konnte ich da jeden mit schneller Aktion attackieren. Ich will hier hin. Oh. Sehr schön. Plasma-Waffen, sie sind wirps. Ja, wie mache ich das am besten? Ich stürme einfach rein und beschieße sie so lange, bis sie aufgeben. Ich meine, das ist kein Plan, das ist mehr so eine. Schon unterwegs! Idee. Ich sag mal so, den Hexenmeister, den haben wir ja noch gar nicht kennengelernt, wirklich. Tempo! Die Attentäterin und der Jäger waren halt sehr dominant. Und ja. Unterwegs. Ist halt so bei Geschwistern, dass manche Dinge über sich in den Vordergrund drängen gerne. Schmutter sind immer wachsam. Und die Eltern bestätigt. Sich etwas zurückhalten. Bin dabei! Die Kleinen wollen gesehen werden. So, der Wachturm, was sagt er? Da. Okay, kein Schaden, das ist sehr schön. Werde angegriffen! Ich würde zu gerne behaupten, dass ihr mir in eine ausgeklügelte Falle getappt seid. Doch um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass jemand freiwillig hier hereinspaziert. Sehr
schön. Ziel eliminiert. Ja. Also, ein paar Überraschungen sind immer. Ziel getroffen, nicht. Minimaler Schaden. Volk sagt, ich soll gehorchen. Es gibt kein Entkommen mehr. Sehr schön, sehr schön. Diesen Verlust wird niemand beklagen. Elena wird dann befördert mal. Sehr schön. Roger! Das finde ich super, diese Genesung. Na los, zeigt euch! Gute Gegend zu leisten. Ich werde mich bewegen. Ja, 3 Lebenspunkte verloren. Also wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir machen. Wir können nach hier hingehen. Zu dieser Position. Bewegung, ich denke, Bewegung! Ja, mach ich mal so, gehe ich hier rechts rum wieder. Vielleicht haben wir Glück und finden sehr schnell den Ort, an dem... Warum nicht? Stellen wir die Verteidigungen auf die Probe. Ich muss sagen, dass ich Ihnen die Daumen drücke. Diese Dinger hier sind nicht die besten Gesprächspartner. Ich finde die Jäger lustig. Ich meine... Diese pure Arroganz. Er hört sich an wie ein großes Kind, das... Ja, einfach nur gelangweilt ist. Dem, was ich bin bereit. Rücke vor. Bin dabei. Rücke vor. Wenn sich da jetzt irgendwas großartig bewegt und hier durch die Tür kommt. Gebe Feuerschutz. Dann gnade ihnen der große Älteste im Himmel. Mein Leben liegt in ihren Händen. Halte die Augen offen. Bestätigt! Ah, die neuen Rüstungen. Ich weiß nicht, ja, stimmt, wir sind ja nicht verborgen. Der Advent-Offizier. Wir haben es mit Advent zu tun. Da werden wir keine Granate brauchen. So, sie stellen mir es vor. Das Ziel ist markiert. Der Edward-Offizier, den hat's erwischt. Sehr schön. Feind neutralisiert. Dieses Spiel hat viel mehr Spaß gemacht, als Sie sich noch an die Regeln gehalten haben. Aber wenn Sie betrügen, betrüge ich auch. Habe ich doch gesagt, wie ein Kind. Es glaubt, dass es ein großes Spiel ist. Muss mich zusammenreißen. Schade. Ja, machen wir es mal so. Für die Gefallenen! Probieren wir es mal aus. Daneben, schade. Ich habe versagt. Sehr schön. Der Floor, the floor is lava in diesem Fall. Ist das einfach mal. Bin ja dabei. Diesmal ist alles Feuer. Sehr schön. Ziel neutralisiert. Feindliches Ziel erledigt. Na, schicken wir mal Lena Tarnova schön ran. Du kannst dich nicht verstecken. Daneben. Das hätte nicht passieren dürfen. Nicht entdeckt. Das ist sehr schön. Ich komme mal hier hin. Ja,
okay, nicht erwischt. Nicht schön. Ich glaube, er wird sich erstmal in Sicherheit bewegen. Und den besten Move, den es für ihn gibt. Einfach mal fahren. Jetzt sollte ich wohl darüber schwadronieren, wie ich sie zum Ruhm der Ältesten besiegen werde. Aber bleiben wir realistisch. Ich töte einfach gerne. Das mag ich ja nicht. Er sagt es einfach ganz klar. Ist klar, er tötet einfach gern. Das ist sein Ziel. Wir müssen ihre Rüstung zerstören. Die Attentäterin und, ja. Der Hexenmeister. Ältesten Groupies. Wechsle Position. Aber er. Er ist halt der ungezogene Trupp. Sehr schön. Ziel erledigt. Schon unterwegs. Die Frage, wo muss ich hin? Ist nicht weiter. Hier hinten geht's auch nicht weiter und da möchte ich nicht hin. Zu Befehl. Auf dem Weg. Jetzt habe ich Wachdienst. Schon unterwegs. Ist da irgendwas drin? Die Flamme wird stärker. Ich koche hier schon. Vergessen Sie nicht die Belohnung der Ältesten. Wenn ich sie erledige, gehört mir die gesamte Welt. Das wird ein Spaß. Rücke vor. Ja, aber nicht für die Leute, die da leben. Zu Befehl! Und hier haben wir sein kleines Folterstudio. Sieht für mich jedenfalls so aus. Na los, zeigt euch! Nachgeladen! Die Waffe hat ordentlich was. Das Einzige, was ihr fehlt, ist halt erweitertes Magazin für kostenloses Nachladen, was mich halt so ein bisschen stört, so leicht. Aber nur... Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Du entkommst mir nicht. Ah. Okay, da ist der Raum, wo man sich mit wegbeamen kann. Passe ich dem Sektoid meine Ladung. Ja, entdeckt. Jetzt kämpfen wir offen. Drei Sektoid und ein Herold. Du kannst nicht weglaufen. Ist nämlich... Kein Schutz, das nenne ich eine Einladung. Sehr schön. Fehlschuss! Bereit für den Angriff! Scanne Gebiet! Tja, da hat's den Herold wohl erwischt. Feind neutralisiert. Ah, darauf, wo ich gewartet habe. Gangkontrolle. Nein, Zombies. Das ist noch sinnloser. Das finde ich sehr schön. Verschwendet eure Züge und produziert Zombies. Das finde ich richtig geil. Oder probiert mit Gangkontrolle Leute zu beherrschen. Gut, das wird jetzt interessant. Das Versteckspiel ist vorbei. Ihr hättet diesen Krieg sowieso nicht gewonnen. Und stellt euch nur vor, wie die Ältesten diese Welt zerfetzen. Ich tue euch also einen Gefallen. Ja, Energiesignatur ja. Direkt voraus. Ja, das scheint eine Art Transportgerät der Aliens zu sein. Nee. Verstanden. Nee, Teig. Sieht so aus, als das ist deren Bulettenfabrik. Tut mir leid, da liegt so viel falsch. Das haben wir schon beim letzten Auserwählten gesehen. Hier ist die Base. Ziel erledigt. So, damit stirbt auch der Bombi, der Zombie. Bewege mich wie befohlen. So, die Geisteskontrolle besteht immer noch.
probieren wir das doch mal aus. Nicht meine Schuld! Bin dabei! Ah, ich hatte ihn nicht in Sichtradius. Tja, dann endet wohl die Gedankenverfolgung. Feind terminiert. Schön, Illyrium-Kern kann man immer gebrauchen. Objekt gesichert. Okay. Krass. Volk lässt grüßen. Ich brauche mehr Munition. Den und weiter geht's. Zombie hat es richtig hart erwischt. Nähere mich der Zielposition. Außerdem heißt es ja Psi-Soldat und nicht Psioniker. Da habe ich wohl die Begriffe verwechselt. Bin dabei. Bei Psioniker wäre Warhammer 40k nicht XCOM. Aber ich finde den Stil schon sehr cool, den Entrance zu den Auserwählten. Oh. Ich verstehe. Ihr werdet tun, was nötig ist. Niemals den Kampf aufgeben, denn ihr seid XCOM. Und ihr werdet sterben. Alles im grünen Bereich. Skala von 1 bis 10 sage ich nein. Bin dabei. Computer sagt nein. Also... Feuerschutz! Oh je, jetzt muss ich da alle noch reinbewegen. Bin unterwegs. Und immer wieder aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen auf Aufstiegstor aktivieren drücke. So. Ich komme da nicht mal ganz ran. Ich beeile mich. Verstanden! Aber ich muss sagen, wir sind ziemlich souverän durchgekommen. Ich habe mich oft gefragt, Commander, ob Sie ihnen verraten haben, was Sie in der Kammer der Ältesten gesehen haben. Die Wahrheit über die Zukunft. Nein, sicher nicht. Sonst würden Sie schreiend fliehen. Brauche Deckung, lade nach! Tja, genauso schreiend wie deine Schwester gestorben ist. Ich wünschte, das könnten wir dem sagen. Das wäre sehr lustig. In solchen Momenten bedauere ich den Verlust meiner Menschlichkeit. Die Angst, die Sie jetzt erfahren, muss so erfrischend sein. Ich wünschte fast, wir könnten die Plätze tauschen. Aber nur fast. Also, hier wird wieder meine Theorie bestätigt, dass die auf... Gute Arbeit, Menace 1-5. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube einfach nur, dass die auserwählten Menschen sind, bei denen man das Potenzial für Weiterentwicklung als Maximum getrieben hat und die Ältesten probiert haben, sie zu ihren neuen Avataren zu machen. Das ist aber wahrscheinlich gescheitert. Und ja, Leute sagen dann, deswegen hat man es damit Pure Humans probiert. Aber wir Menschen haben, nicht alle haben den passenden genetischen Kurs, Code, um einen Ältesten zu beherbergen, um einen Avatar zu erzeugen. Wir sind jetzt in der Höhle des Löwen, Leute. Vorsichtig vorrücken. Okay, wie ich hier sehe, interessante Sachen. Was ist das? So eine Art Stasiskammer für Auserwählte? Da wundert es mich nicht, dass sie trotz allem, was wir auf sie abfeuern, immer wieder zurückkommen. Ja, das haben wir beim letzten Mal gesehen, Sam. Endlich beginnt der wahre Kampf. Wir sehen uns. Ah, wunderbar, Scharfschützen da oben. Die Frage ist, wenn die Plattform hier unten wie durchbricht, fallen wir dann runter? Hier sind Advent-Truppen.
Sehr schön zu wissen, dass sie da sind. Bossy Botus, hier hat du mich auch. Du entkommst mir nicht. Ja, natürlich gehen die nach oben. Natürlich, sofort. Ach je. Die Entscheidung ist gefallen. Okay, das hat geklappt. Die Priesterin lebt noch. Ernsthaft, die lebt noch. Jetzt ist Stasis angesagt. Ich hoffe einfach mal, dass der Purifikator nicht bumm macht. Er machte bumm. Ich habe das Paket. Aber nicht so sehr, wie ich gedacht hätte, dass er macht. Keine Zeit zu verlieren. So, meine Scharfschützen. Ich dachte, ich positioniere einen hier vorne und einen so eckig. Ja, kommt er schon. Kommt er zuerst raus? Ja. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr hättet unseren Trick niemals durchschauen sollen. Ihr steckt wohl voller Überraschungen. Und schon bald voller Löcher. Ja, wir haben jetzt hier momentan ein hartes Problem. Also gut, wir haben uns diesen Dingern schon einmal gestellt. Und wir können es wieder schaffen. Was auch immer passiert, nur eine Seite wird überleben. Endlich. Seelenraub nervig, aber er mag keine Explosion und er mag keine Scharmützler. Das heißt, für mich, der Junge kriegt die ganze Zeit eine Granate in die Fräse. Ich weiß nicht, ob es auch für schwere Waffen gilt. Das würde mich halt interessieren. Ja, heim wir mal Shadow. Ich meine, für den Fall des Falls haben wir nochmal Genesung für alle. Sollten wir es aber aufbewahren. Die Ältesten haben euch hierfür erschaffen. Beweist euch. Ich habe uns jetzt nicht daneben. Gelassen. Ernsthaft. Oh je. Mal sehen. Ich habe auch ein paar Spielzeuge. Hoffentlich hast du es gemütlich. Ah, je. Einer unserer Soldaten ist benommen. Wir müssen ihm helfen. Bin schon unterwegs. So, was mache ich am besten? Okay. Okay, ein 7er Schaden. Ich wette, das schaffst du nicht nochmal. Weißt du was? Du hast die Kraft. Ich halte dagegen. Ich sag, ich schaff das nochmal. Wechsle Position. Du kommst auf die Beine. Immer mit der Ruhe. Das wird schon. Damit hat sie noch eine Aktion übrig. Und wir attackieren damit den Auserwählten. Und zwar mit der Waffe seiner Schwester. Ich hätte nie gedacht, diese Waffe je in den Händen eines Sterblichen zu sehen. Krieg ich nicht dran. Die Claymore krieg ich nicht dran. Das ist sehr schade. Geh ich mal hier hin. Ich vertraue Ihnen. Ich zähle immer gern einen weiteren Schnitter zu meinen Trophäen. Hoffentlich treffe ich. Aber ich muss sagen, der Auserwählte tut mir schon ein bisschen leid. Mein Bruder wird sich über den Tod eines Priesters nicht gerade freuen. Ich krieg
kriegen wir nicht. Säurebombe kriegen wir auch nicht. Tja, schade. Feuerschutz. Ich bekomme Unterstützung, Commander. Ist mir egal. Weil du kannst Unterstützung kriegen, so viel du willst. Das Versteckspiel ist vorbei. Ich könnte jetzt Sensenmann einsetzen. Das wäre sehr effektiv. Ich würde sie nacheinander erledigen. Und zum Schluss den Auserwählten attackieren. Oh. Bin ich der Beste. Okay. Ach. Sanitäter? Oh, fuck. Stimmt. Wenn die Schaden erleiden, kriegt er Lebenspunkte zurück. Okay. Gut, dann überlege ich mir jetzt was, wie ich es mache. Brennan, medizinische Protokolle! Hoffentlich. So, stoppen wir mal die Blutung. Alles im grünen Bereich. So. Scharmützler behalten wir in der Hinterhand. So, Sensenmann. Ein schneller Hieb. Das ist eine große Waffe. Kannst du überhaupt damit umgehen? Der Ketzerball! Ich sollte wohl vorsichtiger sein. So. Hä? Oh, ich habe gerade einen dummen Fehler gemacht. Machen wir es doch mal so. Sollen Sie nur kommen? Ich hätte erst die Soldaten angreifen sollen. Naja. Abschuss bestätigt. Ihr glaubt jetzt hoffentlich nicht, dass ich auch so leicht zu Boden gehe. Doch. Erledigt. Irgendwie schon. So, darf ich noch verbessertes Teamwork einsetzen? Wenn ja, könnte ich nochmal... Doktor, das Gerät scheint eine Art Psi-Kondensator zu sein, der unglaubliche Mengen von Psi-Energie direkt auf den Auserwählten überträgt und ihn heilt. Ein Wunder, dass diese Dinger nicht sterben. Ich muss nachladen. Positioniere mich neu. So, gehen wir mit Ops ran. Rücke schnell vor! So. Schon unterwegs! Werde ich mit der Brandbombe abfeuern. Moment. Werfe Granate! Damit wären wir alle drei los. Feindfeuer mehr. Und wir sind alle in Reichweite, um... Ja, die brennen alle. Gold ist mir egal. Dann sterben die nächste Runde alle. Ich bin ein Kind der Götter. Hört ihr, er sagt es, er ist ein Kind. Die werden mich nicht verlassen. Naja. Sie flankieren meine Position! Oh, Ziel eliminiert. Stimmt, ich hab den Mehrlader drin. Sehr schön. Der Mox sollte als Erzfeind ein bisschen Bonusschaden zufügen. Was mich nach wie vor stört, ich
darf bis dato noch immer keinen weiteren Scharmützler rekrutieren. Was ich sehr schön finde. Ich krieg halt keinen. Rücke vor! So. Alle feiern dann schön auf den Sarkophag. Müsste reichen. Ja, das hat gereicht. Wow, das war jetzt ziemlich einfach. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ja, der Regenerationsprozess wurde unterbrochen. Die Werte des Kondensators deuten an, dass er äußerst instabil geworden ist. Dann werfen wir diesem Auserwählten alles entgegen, was wir haben. Ah, der finale Kampf mit dem Auserwählten. Okay, daneben. Konzentriere dich! Das hätte nicht passieren dürfen. Und ich habe gerade begonnen, euch zu mögen. Ihr verderbt dieser Welt aber auch alles Schöne. Grüß Gott. Ebenenläufer, ja, beam dich weg. Tu es. Es gibt kein Entkommen mehr. Auf Wiedersehen. Endlich, er ist tot. Hoffentlich, ich weiß nicht. Ich meine... Es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft, Commander. Wenn wir nur das Gesicht der Ältesten sehen könnten. Wir haben es geschafft. Der Jäger ist tot. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Wie auch. So, also fühlt es sich an, Angst zu haben. Nicht mein Stil. Naja. Er hat ein cooleres Ende gehabt als die, wie heißt es, die Attentäterin. Ich meine, sie hat Selbstmord begangen. Sie hätte noch fliehen können. Er ist nach einem harten Kampf tot umgekippt. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung, Gegenfrage, die Ältesten uns bereitet haben. Warum propagiert Edwin, dass ein Auserwählter gestorben ist? Das würde ich geheim halten. Es ist noch ein Auserwählter übrig. Der Hexenmeister. Seine Domäne werden wir als nächstes betreten. Und ich habe keine einzige Info über den. Er ist gefährlich. Es müssen zwei Soldaten oder drei von mir schwer verletzt sein. Wir haben es geschafft, Commander. Das war das Letzte, was wir von diesem Auserwählten hören werden. Okay. Keine Ahnung, ob nun Frieden einkehrt, aber zumindest werden wir eine Weile Ruhe haben. Der Ruptur ist nicht übel. Okay, der Bereichsschuss ist nicht übel. Aber ich habe ja schon Sprengschuss. Ne, dann nehme ich eine Ruptur, weil wenn ich einen Gegner wehtun will, dann nehme ich eine Granate und zerstöre seine Deckung. So, Elena Dragunova. Komm, gönnen wir uns doch mal. Lautloser Tod, gönnen wir uns doch mal. Klar. Immer doch. Ah, schade. Aber uns fehlt noch Verbannen und diese drei Fähigkeiten. Moment. Wunderschön, Leute.
erschüttert. Das Einzige, was mich jetzt frage, ist, ich darf immer noch niemanden von denen rekrutieren. Naja. Hier wird geforscht. Aber er ist weg. Dann werden wir den Konvoi-Überfall und die Vorräte zu Ende führen. Und uns dann bald nach Zentralität. Avenger berechnet neuen Kurs. Es kann sein, dass das Spark-Projekt bald beendet sein wird. Dann werden wir Mech-Einheiten in den Kampf führen können. Okay. Avatar-Projekt wird fortgeführt, ja. Aber momentan ist mir das relativ egal. Wir haben Dinges Kreuz. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, ich weiß, aber... Während der letzten verdeckten Aktion wurde ein Soldat verwundet und gefangen genommen, Commander. Ich arbeite mit unseren Verbündeten zusammen, um herauszufinden, was passiert ist. Verwundet und gefangen genommen? Nein, er wurde nur verwundet. Da stand nur was vom Verwundeten. Nichts von gefangen genommen, oder? Ich denke, ich rekrutiere den Ingenieur. Ich weiß ja nicht. Gratis ist gratis. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Abgesehen von der Schande, gefangen genommen worden zu sein, hat Ihr Soldat erstaunlich gut durchgehalten. Zumindest bis jetzt. Der Jäger ist tot. Wir haben ihn gerade getötet. Okay, netter Bug. Das heißt, unser Soldat ist gefangen genommen. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Ja. Mehr Kontakte und wir haben ja noch bald Ingenieure übrig, die wir da reinsetzen können. Säurebombe und ein Suchgeschoss. Okay. Haben wir uns nochmal Vorräte. Avenger berechnet neuen Kurs. Hauptproblem ist, ich glaube, den Soldaten können wir vergessen. Der Jäger ist tot, deswegen glaube ich, können wir diesen Einsatz zur Rettung nicht durchführen. Ah, endlich. Wir haben ein paar neue Entdeckungen gemacht, endlich. Commander. Bewacherrüstung ist nun Himmelshandschuhe, Schlangenrüstung ist nun verfügbar. Neues Testbereich, Geistanzug, War-Anzug. Ich bin ehrlich, Schlangenanzug. Ja. Machen wir das erstmal. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Ja. Hallo, Commander. Wir haben doch den Schlangenanzug doch schon, also... Können wir den wirklich nochmal produzieren? Ah! Ah! Wir haben den einfach nur... Wir haben keine neue. Die Auswahl ist nicht groß, aber ich hoffe, wir finden ein paar Rekruten, die mit einem Schraubenschlüssel umgehen können. So, Schlangenrüstung. Ja. Sie wurde einfach nur verbessert, wie es scheint. Was die Aliens angeht, nehme ich kein Blatt vor den Mund. Und die Scharmützler sind da nicht anders. Ich traue ihnen nicht und schicke meine Leute nicht gerne mit ihnen da raus. Allerdings sind sie dem Commander treu ergeben. Und sie sind verdammt gute Kämpfer. Wir haben einen Spark. KN Spark 001. Und da ist er.
Sparky! Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. So. Ja, hoffentlich wird das schnell gehen. Ah, gut, die Ausbildung werden fortgesetzt. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Okay, wir haben euren Erzfeind erledigt. Aber trotzdem... Ja, machen wir das hier. Bringen wir das mal zu Ende. Stasis-Schild, so. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, wunderbar. Commander. Wunderbar. Jetzt haben wir auch noch die Attentäterwaffe. Elysium. Ihr könnt ja Stopp drücken, es durch euch durchlesen. Ich werde sofort mit der Forschung beginnen. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Wir haben die Chance, den Ältesten einen schweren Schlag zuzufügen, falls Sie es wünschen, Commander. Einnahme erhöhen, Fähigkeitspunkt verdienen. Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. Den gefangenen Soldaten werden wir wohl nicht wiedersehen. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Seien Sie gegrüßt, Commander. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Was haben wir denn in der Schattenkammer? Die Fiole. Und dann noch das. So. Ja, wir haben jetzt noch drei wichtige Missionen momentan. Okay. Commander, wir müssten etwas aufräumen, aber wir haben noch Platz zur Erweiterung. Wir sollten ein paar neue Einrichtungen bauen. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Wir sollten ein paar neue Einrichtungen bauen. Shen. Ich glaube, du hast ein paar Mal zu häufig den Schraubenschlüssel auf den Schädel bekommen, weil ich sehe nur eine Sache. Ah, ich kann hier noch durch zusätzliche Sachen für sie kaufen. So, Phantomen. Kann man die ganzen zusätzlichen Fähigkeiten noch, die sie nicht hat, kaufen. Werfen oder werfen von Granaten. Okay, was gehen wir dann hier zielen? Sehr schön. Persönliche. So. Und das mal hier. So. Und schnell ziehen. Sehr schön. Großes Gefecht-Protokoll genommen.
Das heißt, wir können eine Menge Soldaten noch mal in der Ecke verbessern. So, habe ich mir noch mal den Bereichsschuss gegönnt. Vorräte, die wir bekommen haben. Strategische Ressource gefunden. Kontaktposten können uns ja egal sein. Wir haben genug. Avenger berechnet neuen Kurs. Die Vorräte geben wir ja dann aus, größtenteils für Waffen und Rüstung. Setze Kurs auf Sektor 14. Oh, es dürfen nur Soldaten des Rang Sergeants oder niedriger teilnehmen. Stellt für mich kein Problem dar. Das ist mir sogar relativ egal. Weil das heißt, Land bewacht das Einsatzgebiet schwer. Also müssen wir diesmal überaus vorsichtig agieren. Wenn wir uns auf Einheiten beschränken, die noch nicht auf Advents schwarzer Liste stehen, reduzieren wir das Risiko, entdeckt zu werden. Ja, das ist toll. Das sind ja wirklich nur diese vier Leute. Steigert die Ausweichchancen unserer Soldaten und verfügt über erhöhte Beweglichkeit und Klettertechnologie. Sehr nett. Interessanter Einsatz. Wir sehen Sparkman-Aktion. Skyranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Ich sag mal so. Hier können vier Soldaten zum Helden werden. Sofern nicht irgendwelche
Wahlenexperimente angreifen oder ein Auserwählter, weil dann werde ich sofort die Mission abbrechen. Ich hätte gedacht, dass ich mehr Soldaten des Rangs Sergeant hätte. Hatte ich scheinbar auch. Aber ja, das gibt der Mission ein bisschen Würze. Wir haben von einem Advent-Zug erfahren, den Widerstandskräfte hier im Gebiet lahmgelegt haben. Es besteht die Möglichkeit, wertvolle Technologie an Bord zu bergen. Also gehen wir rein. Um Erfolg zu haben, müssen wir das Gebiet sichern und alle feindlichen Truppen ausschalten, die den Zug verteidigen. Tja, Leute. Suizidkommando. Menace 1-5, Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Advent bewacht das Einsatzgebiet schwer, also müssen wir diesmal überaus vorsichtig agieren. Wenn wir uns auf Einheiten beschränken, die noch nicht auf Advents schwarzer Liste stehen, reduzieren wir das Risiko, entdeckt zu werden. Feindliche Ziele in Sicht. Okay, wir müssen dann taktisch und langsam vorgehen. Ach ja. Spark-Einheiten können niemals in Deckung gehen. So, was wir tun? Abwarten. Feuerschutz. Einfach nur. Was ist das denn? Mir entgeht nichts. Ah, verstehe. Und ab geht's. So, ich überlege jetzt, wie wir es am besten machen. Meine Meinung, Rakete rein. Und wenn der Andromedon näher kommt, dann gibt es nochmal Schredderkanone. Ich meine, das erscheint mir irgendwie als beste Möglichkeit. Ziehe los! Sie kennen unsere Position. Männer 1-5, achten Sie auf die Vorratskisten. Wenn sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Sehr schön. So, Übersteuerung, damit haben wir drei Aktionen. Diese Einheit ist ziemlich beweglich. Hier, wie ihr seht, stellen wir auch noch schön Decken damit. Was mir einfach viel zu sehr gefällt. Und vor allen Dingen die Standardwaffe des Sparks schreddert. Und ja, wir haben den Purifikator erledigt. Und los geht's! Mach ich den Scharfschützen, schauen wir hier hin. Was ich sehr schön finde, die Rüstungsignorierung. So. Mit den Waffen der Auserwählte wird jeder zum Helden. Hab ihn erwischt! Okay. Okay.
gefällt mir gar nicht. Wir haben einen Bewusstlosen. Und... Hey, das tat weh. Oh, verdammt mich. Okay, der geht mal in Deckung. Den sind wir los. Bestätigter Abschuss. Ich sollte bald mal nachladen. Rücke aus. Medikiteilung. Rechts im Lokal. Okay. Gefechtsprotokoll. Initiieren. Nicht übel. Abschuss! So. Oh, daneben. Bin unter Beschuss. Der Feind bewegt sich. Sie flankieren uns. Ja, nicht gut. Ziel ausgeschaltet. Das ist alles so ineffizient. Es muss doch was Anspruchsvolleres zu tun geben. Du ja. Kommst in Ordnung. Dann heilen wir uns mal. Okay. Ich muss ehrlich sagen, es war knapp. Position bestätigt. Bitte Feuerschutz. Wir haben jetzt einen bewusstlosen Soldaten. Los. Ach, der heilt sich, stimmt. Der hat ja das... Alles klar. Die Stasis-Weste. Ich bin sowas von wachsam. Gefechtsprotokoll, aber keine Revitalisierung. Begebe mich zur Zielposition. Feuerschutz. Hm. Ich meine, ach komm, mal schicke ich mal hier hin. Vielleicht ist da jemand... Weil ich habe keinen Bock auf 2 Jahre Verstecken spielen. Oh, Phantom und 2 Herolde. Das ist nicht schön. Das heißt, das Phantom zuerst ausschalten auf jeden Fall. Was aber nicht möglich ist, weil die Reflex. Okay. Ein Herold weniger. Feind vernichtet. 2. Herold. Wir müssen eine Feuerfeder ausmachen. Das Problem ist, einer unserer Soldaten kann es nicht. Es ist ihm nicht möglich. Schon unterwegs. Die einzige Frage, die ich mir stelle: Wenn ich den jetzt einfriere, fällt er runter? Er ist gefroren. Also. Ich fühle mich so leicht. Fast Zeit zum Nachladen. Verstanden. Rücke ab. Herold erledigt. Der ist erledigt. Die Frage, die ich mir stelle, wie sieht das mit dem Feuerfeld? Bestätigt, Überwachung läuft. Ich glaube, ich blute. Okay, der Liegende liegt da noch. Ich werde immer schwächer. Oh nein, der Spark hat's erwischt. Die Flammen sind zu nah.
und ich werde hier gegrillt! Ziehe los! Ah, da ist das Phantom. Sehr schön, 15 zu. Ich bin wie eine Gazelle. Nein, nicht ernsthaft. Ich brauche mehr Munition. Ich lade nach. Weg. Frage, das Gefechtsprotokoll kommt es ran? Nein. Er hat vielleicht etwas bei sich. Feind eliminiert. Okay. Los geht's. Oh, ich hoffe mal nicht, dass da noch mehr Gegner sind. Ich meine, wir haben jetzt 6. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Hier liegt unser bewusstloser Scharfschütze. Ich fühle mich nicht so gut. Momentan nur ein Nachteil. Wir wissen nicht, wo die restlichen Gegner sind. Und ja. Ich rücke aus. Die Maschine gerade auf gerade wohl einfach vor. Bestätigt. Überwachung läuft. Soll ich das besser nochmal überprüfen? Spiele ich mal Wache. Und ab geht's! Ich mag die Stimme. Vom Spark. Und los geht's! Nein. Nein. Von allen den Dingen. Verdammtes! Ich muss bald nachladen. Nein. Sie haben mich im Visier. Oh je. Mit zwei Mann mehr wäre das zu schaffen, aber... Diese Maschine wird immer zerbrechlicher. Okay. Ich denke mal, der Rückzug von Julian, oder besser gesagt Spark 1001, wäre jetzt... Ich werde auf... Ich brauche hier etwas Hilfe. Oh je, unsere Spark hat's erwischt. Uns hat's erwischt. Raus. Kein Treffer. Gut, Gefechtsprotokoll wird eingesetzt. Das Phantom, das noch übrig ist, ausschalten. Am besten umgehe ich das Phantom. Bin schon unterwegs! Ich meine, wenn der hier drauf geht, ist mir egal. Okay, der Phantom geht, ist jetzt dreckig. Das war's, keine Munition mehr! Abgeprallt.
Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Tja, das wird langsam interessant. Wieso ermordet er seinen Sea-Zombie? Ferne ausschalten. So, einer weg. Feind erledigt. Reservemunition. Position bestätigt. Soweit ich weiß, werden Spark-Einheiten Panzerung einfach nur repariert getroffen. Und das dauert verdammt lange. Reservemunition! Sie haben mich erwischt! Rüstung hält stand! Patronen sind alle! Okay, verstanden! Rücke aus! Der Widerstandssoldat hatte was dabei, aber was? Ich hab hier was Nettes! Feind neutralisiert! Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Die Mission war akzeptabel. Ja, sie wäre besser gelaufen mit zwei zusätzlichen Soldaten. Lauert unser Feind in dem Schatten. Er will zerstören, was wir aufgebaut haben. Uns wieder in das Chaos der alten Welt stürzen. Ich weiß nur es nicht, gemeinsam wenn, ob Spark können wir ihn geborgen besiegen. Wird oder nicht. Vereint in der Liebe der Ältesten werden wir bestehen, ganz gleich zu welchem Preis. Was? Wenn es die Moral hebt, kann es ja nicht schaden. Aber ich dachte immer, Spark-Einheiten werden... können nur kaputt gehen, neue Befehle, nicht sterben. Commander? Okay. Cool, wir haben Spark verloren. Commander? Da hat die Krankenstation ordentlich Zuwachs bekommen. Wir sind siegreich und unsere Sache schreitet voran.
verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Avenger berechnet neuen Kurs. Da können wir auch eigentlich die neuen Rüstung kaufen. Was mir sehr gefällt. Und ja. Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Central, ich sehe es, aber es interessiert mich nicht. Momentan den gewaltigen Vorteil. Was kann ich für Sie tun, Commander? Und vor allen Dingen haben wir jetzt endlich die Bewacherrüstung. Das ist unsere Standard-Servo-Rüstung. Sie bietet die Belastbarkeit, die man von einem großen Kampfanzug erwarten würde. Tja, neue Zeit ist angebrochen. Intensiv. Aber es ist mir der Schutz eindeutig wert. So, was ich jetzt hier bauen werde. Stellen wir da mal den Kontakt hin. Wunderbar. Der Kontakt wird hergestellt. Können wir endlich diese Codex-Aufgabe abschließen. Und wir sind jetzt auch in der Linie, glaube ich, des letzten Auserwählten. Signal ist laut und deutlich. Neue regionale Kontakte gefunden. Die lokalen Widerstandskämpfe in dieser Region haben uns davor gewarnt, dass ein Auserwählter das Gebiet nun schon eine Weile lang terrorisiert. Hier sind ihre bislang gesammelten Informationen. Sie wollen mich also angreifen. Ich kann Ihre Ankunft kaum erwarten, Commander. Aha. Das ist der letzte. Oh. Heißt das, wir haben jetzt... Nein. Es fehlt immer noch Neu-Australien, oder? Wir haben den Kontakt zu den lokalen Widerstandstruppen in dieser Region hergestellt, Commander. Wir können jetzt zu den vom Codex erlangten Koordinaten vorrücken. Ozeanien. Was fehlt uns denn dann von Asien? Wir haben doch alles in Asien, oder? Ostafrika zählt doch nicht zu Asien. Hier. Was fehlt uns denn? Das ist Neu-Indonesien, ja. Ah, doch, wir haben alles für Funkrelais und hierfür brauchen wir... Wiedersehen. Wir sehen ja fast die ganze Welt schon. Also haut rein, Leute.